Ich freue mich wahnsinnig über diese für mich Premiere. Und ich würde sagen, Pater Stefan, stell dich doch mal vor. Bin Kapuziner, bin hier Pfarrer. Gibt's bei euch irgendwelche Promis? Ja, am Papst sind wir knapp vorbeigeschreddert. Beichtvater zu sein, ohne selber zu beichten, ist tödlich, katastrophal, geht überhaupt nicht. Ich bin froh, dass wir sowas Großartiges haben wie die Beichte, weil sie etwas ist, was sortiert, was aufrichtet, was einen guten Input gibt. Ich glaube, da ist es dem Beichtvater ziemlich egal, ob da jetzt jemand vor 4 Wochen oder vor 2 Jahren irgendwie das letzte Mal beichten war. Ja, da begegnen sich Gott und Mensch, da berühren sich Himmel und Erde. Das ist schon eine ganze Menge, was da Das ist ja passiert. eine Art Privatliturgie eigentlich für jeden individuell. Es geht um den Menschen und es geht um einen Gott, der sich echt den Krampf angetan hat, Mensch zu werden. Fällt es einem als Priester eigentlich schwer, dann hinterher die Klappe zu halten? Muss der Papst eigentlich auch beichten?